Und willkommen zu einem neuen Video. Okay, Freunde, also ich bin jetzt mittlerweile angekommen in meiner neuen und bleibenden Wohnung. Zimmer. Hat irgendwie ein bisschen so Hotelroom-Vibes. Und genau, jetzt ist erstmal Cleaning-Time. Ich bin jetzt completely fertig, einmal durchgeputzt, wirklich actually überall, selbst die Türen. Und dann habe ich jetzt gerade nochmal das Bad, den Boden gewischt und jetzt werde ich gleich noch den Teppichboden hier saugen. Und dann bin ich ready, dann kann ich meine ganzen Sachen einräumen. Kommt man rein, das kommt natürlich noch weg, ich habe nur gerade den Boden gewischt. Dann hat man einen Schrank, einen Spiegel, genau, und auf der anderen Seite sieht es so aus, genau, ist halt Teppichboden, da ist dann ein Fenster normalerweise und ein bisschen Space, Schreibtisch, genau, und ein Bett, obviously, und dann noch so ein kleines Schrankfach-Dings, genau, und dann sind hier unten auch nochmal ein paar Schubladen. Und hier ist dann das Bad, wo ich gerade den Boden gewischt habe. Genau, mit Dusche und Spiegel. Genau. Also, ich bin gerade dabei, meine Sachen auszupacken und einzuräumen. Okay, Freunde der Sonne. Und zwar bin ich jetzt gerade in der Küche. Heute ist Dienstag. Und genau, jetzt mache ich mir gerade einen Baguette im Backofen, weil ich jetzt gleich schon meine, so noch eine Informationsveranstaltung habe. Und genau, und gestern Abend haben wir so eine coole, wir haben nämlich hier einen Beamer. Und da haben wir einfach da auf die Wand gebeamt und haben die ersten drei Folgen von Bridgerton geguckt. Wir sind meine Mitbewohnerin und ich. Solch eine idyllische Stille. Genau, und dann haben wir am Abend noch einen Filmabend gemacht und haben Star Wars geguckt. Mit Popcorn natürlich. Hello there. General Kenobi. Ja, genau, heute ist auf jeden Fall Mittwoch. Nachher, also ungefähr eine halbe Stunde, habe ich gleich das Treffen mit meinem Academic Advisor. Und genau, das ist dann quasi das erste Treffen, was so ein bisschen kursspezifisch ist. Also das erste Treffen, wo wir halt so ein bisschen über die Kurse reden und checken, ob das alles korrekt ist mit dem Timetable-Stuff und sowas alles. Ja, genau, ich bin auf jeden Fall schon mal sehr gespannt auf gleich. Irgendwie ist es richtig düster und rainy. Das wäre ein typisch englisches Wetter. Außerdem habe ich euch noch gar nicht darüber informiert, mit wem ich zusammen wohne, denn im Moment sind wir nur zu zweit hier. Wir hoffen, dass demnächst noch irgendjemand kommt, aber es kann halt durch Corona und die ganzen Lockdown-Sachen halt jetzt noch tatsächlich irgendwie einen Monat oder sowas dauern, bis noch jemand kommt, weil theoretisch können hier halt 10 Leute hinkommen. Ja, und im Moment sind wir, wie gesagt, nur zwei Leute
und haben halt super viel Platz für uns. Und an sich tagsüber ist das auch eine ganz entspannte Sache, weil dann kann man einfach hier chillen auf dieser Kücheninsel und kann halt da seine Aufgaben, Meetings, was auch immer machen. Aber halt so abends oder sowas wäre es halt ganz nice, wenn man halt einfach noch ein paar mehr Leute wäre. Genau, und an dem gleichen Tag hatte meine Uni noch so einen International Quiz, was auch immer, angeboten und meine Mitbewohnerin und ich haben daran teilgenommen und sind erster Platz geworden und haben damit 50 Pound gewonnen. Genau, und dann haben wir abends noch mal einen Filmabend gemacht und haben mal wieder Saus geguckt. In 20 Minuten kommt mein Bus und dann werde ich mal losgehen und Fashion so excited. Hoffentlich klappt alles und hoffentlich komme ich auch in den Bus rein, weil ich habe so ein Temporary Ticket quasi, weil wir noch nicht die richtigen haben und so. Ja, mal sehen. Ich bin sehr gespannt. Also ich bin jetzt an der Haltestelle und warte auf meinen Bus, der in 10 Minuten kommt. Ich war jetzt in der Library, wie ihr gesehen habt, und habe mir jetzt zwei Bücher ausgeliehen. Es war ein bisschen umständlich, weil ich hatte meine ID noch nicht. Aber ich habe es jetzt auch geschafft und jetzt gehe ich wieder. Okay, Leute, ich bin heute aufgestanden und habe aus dem Fenster geguckt und siehe da, es hat halt einfach geschneit. Wie cool ist das bitte? Und übrigens ist heute auch noch Lasagna e Tiramisu Night, weil meine Mitbewohnerin hat gestern schon angefangen, Lasagne zu machen und macht quasi heute das fertig. Und Tiramisu, weiß nicht, ob sie gestern damit schon angefangen hatte, weiß nicht, aber auf jeden Fall wollte sie das auch noch machen, weil sie ist ja Italienerin, deshalb passt das ganz gut. Jetzt geht's raus in die Kälte, ein bisschen spazieren und Musik hören und die Nachbarschaft erkunden. Das ist auf jeden Fall der Plan. Okay, Freunde der Sonne, ich bin jetzt gerade draußen und walk ein bisschen rum, guck mir die Nachbarschaft an. Es ist mega schön mit dem ganzen Schnee und den ganzen roten Häusern. Also eigentlich ist hier genau ein Park, aber irgendwie so ein riesen Soundraum und ich weiß nicht, wo der Eingang ist. Und da der wirklich riesig ist, gehe ich jetzt erstmal wieder zurück, weil ich gefühlt die eine Seite entlang gelaufen bin und da war aber irgendwie kein Eingang. Also gucke ich quasi mal wann anders oder frage meine Mitbewohnerin, ob sie das weiß, weil der ist halt echt nice so. Mal sehen, auf jeden Fall habe ich jetzt schon ein bisschen was erspäht. Und sieht echt super cute hier aus. Und jetzt ist, glaube ich, 16.30 Uhr und um 17.30 Uhr ist noch ein Quiz Night. Eine Quiz Night. Ein International Culture Quiz.
Und genau, am Donnerstag, glaube ich, oder am Mittwoch oder am Dienstag, ich weiß nicht mehr, war auch schon ein anderes Quiz. Und meine Mitbewohnerin und ich haben zusammen quasi gequizt und wir haben sogar den ersten Platz belegt und haben jetzt so einen 50-Euro-Gutschein bekommen. Also wir wissen noch nicht genau für was, aber der wird quasi noch zu uns geschickt. Aber auf jeden Fall, nicht 50 Euro, 50 Pound natürlich. Ja, genau, wir sind auf jeden Fall schon sehr gespannt und heute wollen wir auch wieder dran teilnehmen. Und mal gucken, ob wir wieder den ersten Preis abräumen oder den zweiten, weil der erste ist 30 Pound und der zweite sind 10 Pound diesmal. Also mal gucken. Ding. Genau, und da ich mal wieder vergessen habe, ein Endvideo zu machen, sage ich hiermit au revoir. Und übrigens haben wir den zweiten Platz belegt, was bedeutet, wir haben 10 Pound gewonnen und haben jetzt einfach insgesamt 60 Pound durch Quizzen bekommen. Yeah, voll krass, Mensch.